Guten Tag, hiermit möchte ich Sie ganz herzlich im Namen von uns Konfliktschlichtern begrüßen. Wir haben im Dezember vergangenen Jahres einen Film gedreht über eine Konfliktschlichtung. Das haben wir zusammen mit dem Verein Politik zum Anfassen gemacht und das wurde auch netterweise von der Gemeinde gesponsert und gefördert. Der Film ist ganz nett geworden und ja, viel Spaß dabei. Was halten Sie von der Idee und dem Ergebnis? Also ich finde die Idee ganz toll und das Ergebnis ist super. Ich habe während den letzten 11 Jahren, die das Projekt schon läuft an euren Schulen, habe ich ganz, ganz viele Filme gesehen, wo es darum ging, eine Konfliktschlichtung darzustellen. Und die waren immer super, super trocken und langweilig. Und das ist hier wirklich ein Film, der echt Speed hat und wo ich denke, dass das für die Schüler und Schülerinnen einfach viel spannender ist, das zu gucken. Also ich bin begeistert. Wieso bist du eigentlich Konfliktschlichter geworden? Weil es mir Spaß macht, anderen Leuten zu helfen, zum Beispiel Jüngeren. Und ja, und weil man fürs Leben lernen kann durch die Konflikte. Und wieso bist du Konfliktschlichter geworden? Weil ich wollte, dass die Schulen also besser sind, dass sie sich nicht streiten, sondern einfach so auseinandergehen, okay, aber nicht immer so Schlägerei gleich. Also dass die Schulen friedlich bleiben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Film zu drehen? Ja, die ursprüngliche Idee stammt von der Einschulungsveranstaltung der 5. Klassen im letzten Sommer. Da haben ja 4 von euch oder 4 von den Konfliktschlichtern so eine Schlichtung vorgemacht. Und das hat sich so ein bisschen gezogen. Und die 9 5-Klässler saßen da und haben nun eigentlich wissen wollen, wer ist denn jetzt mein Klassenlehrer und nicht, was mache ich denn, wenn ich immer Streit habe. Wir haben dann gemeinsam mit der Frau Geißler-Kramer, die die Konfliktschlichter hier betreut, die Idee entwickelt, da einen Film draus zu machen. Und was sagen Sie zu dem Ergebnis? Absolut fantastisch. Das Ergebnis ist ein Film, der straff auf den Punkt bringt, worum es geht. Man sieht, wann brauche ich so einen Konfliktschlichter, wann sollte ich mal in so eine Schlichtung gehen. Und man sieht eben auch, was da passiert, sodass diejenigen, die vielleicht Angst haben, sie müssten da irgendwelche schlimmen Dinge über sich ergehen lassen, eben von vornherein erkennen können, nee, das ist eigentlich relativ harmlos und es geht wirklich nur darum, dieses Problem zu lösen, was da jetzt anliegt. Und ich denke, dafür ist der Film hervorragend geeignet. Abgesehen davon haben da eben die 3 Schulen zusammen dran gearbeitet und ich denke, da können wir auch alle 3 stolz drauf sein.